Oh, jetzt kommt also die Szene. Jetzt kommt die Szene. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie. Spiele ich die Frau? Nö, du spielst den Vincent. Wenn die Frau wird wahrscheinlich sterben. Wenn, dann bring ich dich sowas von um. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo! Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Die wird nicht gehen. Du erschießt dir, das ist verdammt. Das ist eine 2 auf deiner Seite. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. Moment, wie? Ich hab 2 auf meiner Seite. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. So, Shooter gegeneinander. Na, sehr schön. Wer von uns hat eine Zeit lang Competitive Online Shooter gespielt? Ich weiß nur, wo du bist nicht. Jetzt kommt's drauf an. Ja. Give up, Leo! This won't end well! Jetzt ist Splitscreen vielleicht keine so gute Sache, weil du kennst meine Moves, ich kenn deine. Na komm. Los, tu's. Oha, nicht gut. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Sehr schön. Wo ist der Sack? Verdammt, ich sehe dich nicht. Das ist schlecht. Ich glaube, ihr habt dich tödlich erwischt. Sieht fast so aus. Bin schlecht da dran. Ich komme jetzt rüber zu dir. Bin besser im Nahkampf. Deswegen komme ich jetzt rüber zu dir. Ah, da bist du. Hallöchen. Ah, ich habe dich auch ein bisschen verletzt. Ein bisschen. Du hast mich ziemlich gut. Ich hab dich ziemlich gut verletzt. Ich hab dich besser erwischt, glaube ich. Verdammt. Du bist halt ein Polizist. Du bist halt ein Polizist, ja, der schießen kann. Ich bin Polizist, das erklärt auch, warum ich so gut war in der anderen Shooter-Sequenz. Du kannst halt gut schießen, du bist halt ausgebildeter Schütze. Und mein Hobby ist Jagen. Get up. Du kannst es jetzt beenden. Get up. Tue ich aber nicht. Aber ich vielleicht. Das erklärt auch, warum ich trotz des Alters so gut in Parkour war. Ausgebildeter Polizist. Wo zum Henker bist du? Wo bist du? Ist vielleicht besser, dass wir es nicht wissen. Eine ganz gute Übersicht. Ah, da kommst du. Wo zum Henker bist du? Ah, da habe ich jemanden flitzen sehen.
stehe deutlich über dir. Ja, du hast den Highground. Mhm. Blöderweise haben wir keine Lichtschwerter gerade. Blöderweise sehe ich dich nicht. Bin gleich tot hier. Wo zum Henker bist du? Ach, da bist du. Hab dich. Ich hab den höheren Grund. Ich bin natürlich über dir. Du hast den Highground und ich hab dir gerade in den Arm geschossen. Yep. Und ich bin wieder unten, ich bin runtergeflogen. Zu irgendeinem Grund halt bin ich. Echt, das Problem ist halt, ich schieße halt wirklich deutlich besser als du. Ja. Yep. Den wundert's. Ah, jetzt bin ich im Nahkampf. Darf ich auch mal im Nahkampf kämpfen? Dann bin ich vielleicht deutlich besser. Ich bin ein bisschen Polizist. Wir müssen mit Lichtschwertern. So ein Typ. Wir müssen mit Lichtschwertern kämpfen. Ja, jetzt einfach Lichtschwert. Hätte ich dich besiegt, weil ich habe den höheren Grund. Oh, Schutzwesten weg. Okay. Ja, wir haben hier keine Waffen mehr. Faustkampf. Autsch. Jetzt bin ich dran. Oh hey, positiv gesehen, ich sehe mein Kind wieder, du nicht. Weil du deutlich weniger Leben hast als ich. Ja, du bist der Meinung, du siehst dein Kind wieder. Ich prüge dich jetzt nicht zu Tode. Ich habe zumindest die Chance. Du dagegen, du hast 2% Leben. Wir werden schon sehen. Ich meine, vielleicht machst du mehr Schaden, aber ich glaube, ich habe, glaube ich, jetzt momentan 5-mal so viel Leben wie du. Also wenn es nicht nur irgendeinen storymäßigen Twist gibt, hab ich relativ viel. Jetzt halt Mund und Kämpfer. Vorteil. Ich denke gerade an meine Frau, Fresse. Verdammt, ich kann mich nicht wehren. Warum kann ich das nicht ablocken? Das war Schaden. Warum zum Henker kann ich das nicht ablocken? Das muss doch möglich sein. Na, guck dich mal an. Das hast du alles aufgegeben. Ja, der verdammte Shooter hier. Scheiße mit dem Diamanten. Verdammte Polizist. Polizistensohn. Oh. Die Waffe. Quick Damn Events. Läuft es auf, wer drückt schneller eh hinaus? Wahrscheinlich. Und wir sind ganz gut dabei, aber ich glaube, ich bin besser. Nicht die Bohne. Doch, deutlich. Verdammt. Der Vorteil liegt bei mir. Das ist doch Dreck. Na, schieß doch einfach. Verdammte Scheiße. Mach dem Ganzen ein Ende. Nein, werde ich nicht. Aha. Ich entscheide mich bewusst dagegen, da jetzt zu schießen. Ich will wissen, ob es geht. Er schießt doch einfach einen wehrlosen Mann. Mach das doch. Das hab ich nicht vor. Einen unbewaffneten, wehrlosen Mann. Los, schieß mir in die Brust. Oh, lol. Die Zeit geht dann erst voran. Ich muss das nicht tun, oder? Mach's einfach. Ist ein wehrloser Mann. Das ist, zeig, dass du ein Bullenbastard bist. Zeig, dass du keine Ehre hast. Und einen Unbewaffneten schießt. Ich meine, ich muss ja offensichtlich. Also, tut mir leid. Ja, musst du? Oh, Moment. Ist Kuh nicht immer... Kuh ist nicht abbrechen jetzt gerade. E vielleicht? Also ich finde wirklich legit keine Option, das jetzt nicht zu tun. Ja, mach's doch einfach. Gibt es eine Möglichkeit? Ich weiß nicht. Gibt es eine... Antwort. Ich gibt es eine, das jetzt gleich. Gibt es eine Möglichkeit, jemanden, der ohne Waffen vor die Knie zu nicht zu erschießen?
Als Polizist eigentlich nicht! Ich google das jetzt gerade. Moment. Ich meine, ich weiß es wirklich nicht, aber... Ich weiß, dann google ich es gerade. Way out endings. Du dreckiger Bastard. Mach's doch einfach. Jede Zwischensequenz, was ihr dafür tun müsst, so. Entscheid dich doch einfach. Ich werde es jetzt rausfinden. Wenn es die Möglichkeit gibt, dich nicht zu erschießen, dann... Wird da wahrscheinlich keine komplette Lösung. Okay, nein, gibt's nicht. Dann schieß. Nee, es gibt nur die Möglichkeit. Gratulation, du hast auf einen Unbewaffneten geschossen. Du hast mich gerade halb tot geprügelt und davor auf mich geschossen. Und davor mehrere Polizisten versucht umzubringen. Du bist nicht unschuldig. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich keine Waffe in der Hand hatte. In dem Moment und nicht. Du hattest vor dir. Vor die Knie. Was ist die von. Du hattest vor 15 Sekunden eine Waffe. Und das ändert nichts daran, dass wir Freunde waren. Waren wir nie. Du hast einen Freund erschossen. Waren wir nie. Es war nur ein Auftrag. Kann ich dir wenigstens noch einen Bauch schießen? Als Revenge. Dass wir beide sterben. Nee, es gibt halt legit nur... Das ist jetzt wirklich legit das Ende. Also hättest du vorher erwischt, hättest du mich erschossen. Spoiler mich nicht. Na, schade. Es gibt nur zwei Enden, also. Ich will dich halten. Nö. Nee, mach ich nicht. Dreckige Bastard, du hast nur einen Auftrag. Hau ab und lass mich hier doch verbluten. Lass mich wenigstens zum Tod alleine, das ist verdammt. Das will ich nicht. Jetzt hat er mich gejagt und erschossen und jetzt verlangt er von mir auch noch, dass ich ihm seine Hand halte. Das ist meine Fresse. Das ist. Lass mich doch wenigstens. Gott dieses Spiels gibt mir nicht die Möglichkeit, es nicht zu tun! Lass mich doch wenigstens in Frieden krepieren! Du Drecksack! Ich würde gern jetzt machen! Andererseits, wenn du es nicht tust, stirbst du nicht! Eine Granate in die Hand steck! Ich glaube, ich muss mir jetzt das Let's Play von Gronkh echt mal angucken. Kann ich wenigstens noch erwürgen oder so? Ich glaube, du schaffst gar nichts mehr. Ich glaube, du bist wirklich tot. Verdammter Drecksack. Du würdest besser schießen kannst als Polizist. Ich hab vielleicht einen Schnauzbart verloren, aber mindestens ein Kind gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine ganze Familie unglücklich gemacht. Du hast die Familie gesehen. Was ist jetzt dir? Keine Sorge, es ist jetzt meine. Überraschung, Polizist hat einen Gangster erschossen. Wow. Ja, dabei, das ist. Jetzt holst du dir auch noch meine Familie. Das ist ja. Das ist. Unglaublich. Ich bin jetzt dein Vater. Oh mein Gott, er hat wirklich den Bart wieder entfernt. Ja. So sieht man. Hi. Ich glaube, ich nehme wirklich gerade deine Familie. Sure. So schaut's aus. Alter, und so sieht man doch sofort, dass er im Kopf ist. Hey, Alex. Es ist jetzt meine Familie. Linda. Ja, wo ist Leo? We need to talk. Sag's hier mal. Wir müssen reden. Dein Vater war ein kriminelles Arschloch. Alex, why don't you go out and play some ball? Alex, okay. Dieser Typ, da hat deinen Vater erschossen. Not right now, baby. We need to talk. All right. Jetzt greifst du auch noch meinen Sohn und meine Frau. It's about Leo. Es sind What jetzt meine. Du Bastard. Selbst im Tod respektiere ich dich nicht. War ja klar. Und jetzt steht dein Geist einfach daneben und schüttelt nur den Kopf. Und würg dich. Den Geist erinnern. Stirb. Es wird plötzlich so kühl hier.
Keine Sorge, ich bin Polizist. Ich bin dafür ausgebildet, für genau diese Situation. Ich habe schon 3 Frauen zu Hause, wie die. Ja. Schade, dass sie keine Waffe hat. Ich glaube, sie wird dich jetzt abknallen. Die beruhigt sich wieder. Sie ist immerhin jetzt alleinerziehende Mutter. Weißt du, du hast dich dafür entschieden, Diamanten zu klauen. Was hast du erwartet, wie das ausgeht? Klaue ich ihr wenigstens das Motorrad? Nee, du klaust den Kleinen noch den Ball. Mom? Lass noch seinen Ball zerplatzen. Ich trete jetzt drauf. Und dann trete ich das Kind. So ungefähr. Würde es zu dir passen? Nein, das wäre illegal. Sowas tue ich nicht. Ja, sicher. Gut, ich meine, ich habe dem anderen Typen 27 Mal in die Fresse geschossen. Also. Ja. Vor allem jeden von seinen Männern getötet. Überwiegend allein. Aber ich bin Polizist, ich darf das. Jetzt erklär das mal deiner Frau. Weißt du, ich habe ein Kind und habe meinen Job gemacht. Gutes Geld. Boah, dieser Bart, Alter. Ein echter Buller halt. Ein echter ja, Buller. Er sollte sich echt für den anderen entscheiden. Aktiv. Also, komm. Sieht aber echt scheiße aus. Und er lässt unten noch was machen und hat dann diesen klassischen Kinderschänderbart. Danke. Weißt du, dass ich den trage? Im echten Leben. Ja, Kinderschänderbart halt. Leck mich. Jetzt will ich dich nochmal erschießen. Siehst du, ich hab den Brief geschrieben. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. Wenigstens einer ist glücklich. Ja. I'm sorry. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Ich bin Polizist, da komme ich sowieso hin. Yep. You want to come in? I'd love to. Ich meine, Gronkh und Funk hatten dasselbe Ending. Ah. Aber stimmt. Funk also wirklich besser. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass dieser Brief übergeben wurde. Ist da. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber. Ich meine, theoretisch kann auch dein Charakter den übergeben haben, aber. Müsste ich nochmal nachgucken. Geliebter Vater und Ehemann, ja. Mhm. Vor allem Schwerkrimineller. Und Diamantendieb und Killer. Aus deren Augen bist du der Kriminelle. Aus deren Vater umgebracht. Und deren Ehemann. A Way Out, einfach eine Rachegeschichte von den beiden. Ja. A Way Out 2. A Way Out 2. Die beiden als Team, Mutter und Sohn gemeinsam. Ich spiele die Mutter. Gegen dich. Und dann müssen sie sich gegenseitig am Ende töten. Hm. Ah, das wäre lustig. Ich meine, es ist realistisch. Gibt's bestimmt schon als Fanhack. Ah. Übrigens, danke der Scheune für den Lurk. Was, Zuschauer? Ja. Das ist was Neues. Pünktlich zum Ende. Pünktlich zum Ende. Wir haben gerade die Credits gemacht. Molly Tadixak hat mich umgebracht. Nur weil er besser an Shootern ist.
erstmal hier das Ende hinkriegen. Schießt dir den Rücken. Wo zum Henker ist der hin? Verdammt. Der eine Schuss in die Schulter. Das war gut. Das war gut, einfach gegenüberstehen und sich einfach ins Gesicht schießen. So muss das sein. Wie die Cowboys damals im Alten Westen. Ja. Im Westen. Die Waffe. Dann drück mal schnell E. Schon dabei. Na, erstmal müssen wir uns kloppen. Ah ja, diese Scheiße. Diesmal habe ich dich super low gekriegt, also. Ich glaube, das könnte. Ja, ich habe eh keine Chance. Oh, ja, ich hab auch verletzt. Du, guck mal, Ich habe dich besser down gekriegt als beim ersten Mal. Ich glaube, du bist da. Weil wir uns gerade gegenüberstanden und einfach gegenseitig in die Fresse geschossen haben. Ich glaub, ja, du bist weiter unten als beim ersten Mal. Du bist deutlich weiter unten. Ja, du aber glaube ich auch. Nö, ich war glaube ich fast gleich groß. Wirklich. Ja gut, ist auch egal. Es geht eh nur um diese fucking MP. Das ist halt blöd, wenn das Spiel ist. Finde ich halt jetzt irgendwie jetzt auch blöd. Wenn das Spiel das Ende halt nur von einem Quicktime-Event ab ist halt. Ist halt irgendwie scheiße, oder? Ja, es ist. Es hängt ja nicht mal davon, also wenn es am Skill hängen würde, das wäre ja gut, wenn man wüsste, du warst halt besser am Kämpfen, im Schießen und so weiter, könnte man halt sagen, okay, ja, gerechtfertigt, der war halt besser, der hat gewonnen. Aber wenn es halt wirklich nur vom E-Drücken abhängt, ist es halt, ja. Ja. Das ist halt scheiße. Ist doof. Ich kann mal gucken, was es bei Epic sonst so für, ja, das ist das erstmal. Lass uns das erstmal noch gucken. Es ist. Du hast jetzt, glaube ich, noch einen Schlag und dann ist es gut. Und lass uns in Ruhe die Zwischensequenz. Reicht das schon? Lass uns das andere Ende nochmal angucken in Ruhe. Sag mal, nicht zwischenquatschen. Wir werden es genauso machen wie beim ersten. Also einfach richtig drüber lustig. So, jetzt. Jetzt gilt's. Ich drücke schon in einem gleichbleibenden, relativ schnellen Rhythmus. Hört man's? Schaffst dann. Pass auf, du schaffst gleich trotzdem. Du bist trotzdem gleich besser als ich. Guck mal, es kann sein, dass es an der Menge an Gesundheit liegt, die wir ja, haben. Ja, das kann sein. Da wäre ich mal vorsichtig. Ich bin hier jetzt schon deutlich langsamer als letztes Mal. Das liegt wahrscheinlich ja daran. Los, erschieß den Unbewaffneten. Komm, mach das. Dann bist du ein Leben lang auf der Flucht. Da hab ich als Gangster überhaupt kein Problem. Los, mach, drück ab. Hey. Da hab ich gar kein Problem mit. Der Wichser drückt einfach ab. Ich hab einen Bullen erschossen. Ja, dafür kriegst du eine Todesstrafe, das weißt du, oder? Da werde ich, wenn ich hinkomme, werde ich bei meinen Gangsterfreunden, werde ich dafür gefeiert. Ja, je nach Bundesstaat hast du jetzt Todesstrafe am Hals. Mhm. Wenn sie mich kriegen. Guck dich um, da sind 500 Polizisten um dich herum. Mit Helikoptern. Ich sehe nicht ein. Siehst du die ganzen Lichter außen rum? Das sind alles Taschenlampen. Ja, bestimmt. So, da haben wir das Ending, wenn ich am Ende besser gedrückt hätte. Ah. Oh, der Brief. Der Brief. Jetzt haben wir das wahre Ending. Wieso soll ich das machen?
Als ob deine Polizistenfrau mich nicht verraten würde. Die ist ja dagegen, das weißt du doch jetzt. Jetzt nimm endlich den Brief. Ja, deine Polizistenfrau wird doch. Wird mich doch verpfeifen, sobald ich den Brief abgebe. Ah, ist so logisch. Du hast deinen Polizistenfreund natürlich nicht gesagt, wo ich lebe. Die werden mich nicht finden. Und ich dort weiter mit denen. Ich muss jetzt also nicht auf der Flucht sein. Ich hab das Gefühl, das hier ist das echte Ending. Irgendwie war das letzte Mal echt schon echt dumm. Aber ich hab das Gefühl, das wird noch dummer. Pass auf. Das wird noch dummer. Ja. Ich hab das Gefühl, ich gehe wieder zu meiner Familie zurück. Das macht gar keinen Sinn. Ja, und dann kommen 50 Polizisten. Alle mit Schnurrbärten und alle mit Sturmgewehren. Nee, keiner kommt. Die wissen gar nicht, dass ich da bin. Die finden mich nicht. Ah, jetzt übergibst du den Brief. Die finden mich gar nicht. Was ist denn du klaust meine Frau. Ist okay, das dasselbe Auto? Ich fahr auch mit demselben Auto durch die Stadt und kein Polizist macht irgendwie. Du trägst dasselbe Hemd! Ich hab einen anderen Bart. Du hast einen vollen Bart! niemand wird dich je erkennen. Ist das nicht dieser eine Streamer? Ich hab mir einen Vollbart gemacht und du hast. Oh. Ich hab einen Vollbart und du hast dir den Polizistenstaubsauger gemacht. Das ist ja wunderbar. Du bist einfach unsichtbar. Du bist jetzt online plötzlich eine Persönlichkeit. Das ist wie bei Superman, wenn er seine Brille aufsetzt, dann ist er. erkennt ihn keiner mehr. Ja, bei dir ist es der Bart. Der ist auch nicht echt. Der ist einfach dran geklebt. Das ist der Superman-Bart. Keiner kennt mich mehr. Es ist der Superman-Bart. Ja. Ah, das ist ja wunderschön. Aber ich habe den Brief abgegeben. Irgendwie. Er ist, glaube ich, noch blutig. Nein, du hast ihn sogar geputzt. Oder? Hey, da sind noch Flecken, sehe ich von hier. Ah ja, die sind nur eklig und braun. Carol. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Ja gut. Nicht so ganz, aber gut. Ja, ah, das ist ja echt wunderschön. Dieser fucking Vollmacht. Dass du tot bist, werden die Polizistenkollegen wahrscheinlich sagen. Das ist toll. Würdest du schon mitkriegen. Falls es nicht durch den Brief gelesen hat. Und Plot-Twist, Emily ist immer noch in diesem Schrank. Ja. Die wohnt da jetzt. Ihr seid über die Grenze abgehauen, wie es aussieht. Mhm. Farbfernsehen, wow. So fortschrittlich hier. Wie weit bist du? Bei mir geht er gerade ins Hotel rein. Hey, ja. Hi. Auf dem Schild stand Farbfernsehen. Ach so. Und Erwachsenenfilme. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Keineswegs folgt dieses mitten durch die Stadt mit dem Auto. Das sieht genauso aus. Kein Polizist hat irgendwas gemerkt. Ja, keiner ist mir gefolgt. Die 30 FBI-Agenten im Raum gegenüber mit den Mikrofonen. Der ist auf der Flucht und kein einziges Polizeiauto ist in der Nähe von ihm. Nee, natürlich nicht. Ja. Immerhin, ich krieg ein cooles Begräbnis. Du hattest den traurigen alten Stein. Ja. Diese Cops. Ja. Ich werde begraben wie ein echter Amerikaner. Und jetzt wirst du einfach erschossen.
Plot Twist an diesem Ende sind beide tot. Das wäre so schön. Wir fahren jetzt über einfach ein Unfall. Fahren jetzt über mexikanische Grenze und ich werde dabei erschossen. Ja. Oh, guck dir diesen Grabstein an. Das ist ein Tod. Ich finde das Ending ehrlich gesagt besser. Meinst du? Ja. Schade, dass das nur in einem sehr seltsamen Paralleluniversum stattfindet. Deine wo Frau du langsamer ist, drückst als deine, ich. Deine Frau ist... Deine Frau ist traurig und hat ihren Mann verloren und so, dein Sohn wächst ohne seinen Vater auf. Ja, und du bist jetzt anscheinend Mexikaner. Ja, Leben in Freiheit. Leben in Freiheit. Ist sowieso besser als in den USA. Dass du das Geld an die Drogenkartelle nicht mehr zahlen kannst. Ist sowieso alles besser als in den USA. Ey, das stimmt. Stell dir mal vor, die USA hätten ein echtes Gesundheitssystem. Ganz seltsam. Ich glaube, Mexiko hat ein besseres Gesundheitssystem als die USA. Haben sie. Ja. Und Kanada erst. Gut, jetzt können wir uns auch die Credits fertig ansehen. Können wir uns die Credits angucken. Gut, das heißt, ich guck mal eben auf Epic, was es so an Multiplayer-Sachen gibt, die wir beide haben. Na, was können wir jetzt noch spielen? Ich glaube, da gibt es nicht so viele Sachen, die im Multiplayer sind. Plague Tale ist nicht Multiplayer. Oh, hast du dir Just Die Already runtergeladen? Als es verfügbar keine war? Keine Ahnung. Normalerweise mache ich das alles, aber... Guck mal nach, weil das ist super lustig. Das ist das Spiel, wo du die unsterblichen Rentner spielst. Ich guck nach den Credits. Ich gucke jetzt mal die Credits an und dann gucken wir mal da. Wir gucken uns erstmal die Credits zu Ende an und dann gucken wir mal, was wir als nächstes spielen heute noch. Was wir noch ein bisschen anspielen. Können wir hier mal die Leute. Können wir mal die Leute uns angucken, die schuld dran sind? Können wir hier mal. In dieser Story schuld sind. Nö, ich bin schon auf Epic. Ich installiere schon. Ich guck mir die Credits an und respektiere hier die. Und zoll den Leuten, die dieses Spiel gemacht haben. Ein bisschen Respekt oder auch Missachtung, je nachdem. Für manche Szenen eher Missachtung, aber. Ja. Aber doch auch Respekt, weil es macht schon einiges. Es ist ein super Spiel. So ein Spiel zu entwickeln ist ein gutes Spiel und war schon viel Aufwand. War das Ghostbusters Videogame nicht Multiplayer? Keine Ahnung. Lass mich erstmal die Credits zu Ende gucken, dann gucken wir mal, dann können wir gleich nochmal. Ich google mal. Das Dann können wir gleich nochmal über das Spiel nachgucken, was wir als nächstes spielen. Das ist da. Jetzt erstmal das eine abschließen, dann können wir über das andere nachdenken. Aber die Endszene, wo das ist halt wirklich. Das ist halt ein bisschen blöd. Wenn man das davon abhängig gemacht hätte, wenn man sagt, wer besser schießt, der hat am Ende den Vorteil oder so, das wäre halt ein. Ist ja offensichtlich so gewesen. Wir waren nur zu blöd. Nee, das am Ende war es ja, wer am besten E gedrückt hat. Wenn ich besser E gedrückt hätte und du, dann habe ich es ja jetzt auch geschafft. Man hätte es halt so machen können, dass der halt besser schießt, der hat halt doppelte, für den ist halt leichter E zu drücken oder so. Das hätte man es halt machen können oder so. Das ist halt doppelt so einfach. Der andere hat eine Blockade drin bei mir und muss halt, das ist halt automatisch, das dann doch vom Skill abhängig ist, aber so, dass es halt wirklich nur bei dem einen Quicktime-Event ist. Ja, ich weiß nicht. Stellt so ein bisschen was in den Schatten, was da. Aber die anderen Sachen, der Rest des Spiels war ja großartig. Muss man mal sagen. Auch ziemlich lustig, die Story mal wieder zum Kaputtlachen. Viel Gewinn war das Highlight. Ich meine, also das Highlight war, dass wir dreimal aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Wir sind ja dann zurück in die Wäscherei und dann wieder haben einen Schraubschlüssel vergessen und wieder zurück. Das erklärt auch, warum das so reibungslos andauernd geklappt hat.
Ich bin halt im Nachhinein einfach zu den Wachen. Hey, könnt ihr vielleicht einfach nicht so hingucken, wenn ja. wir da rausgehen? Ich meine, tut so, als würdet ihr uns erschießen, aber wir brauchen den Typen noch, wir wollen den anderen erwischen. Also macht da ein bisschen langsam. Der Typ ist halt zu blöd zum Ausbrechen. Das ist halt einfach. Das erklärt auch, warum die so dermaßen scheiße geschossen haben. Ja. Ja, die wollten halt nicht auf den Polizisten schießen, nur den Anschein erwecken. Das war wahrscheinlich die ganze Zeit. Deshalb haben wir die damals nicht getötet. Ja. Der hat jetzt einiges im Nachhinein dadurch, das ist halt. Ja. Deswegen haben die auch nur. Sie haben nur so den Anschein gemacht zu schießen, deswegen haben die auch geschossen wie Stormtruppler. Na gut, die Bösewichte am Ende, die haben auch scheiße geschossen, das sagt der jetzt nicht. Die von dem Typen, der mit dem. Ich meine, die haben ja auch schlecht geschossen. Wo wir dann. Dem wir einen hohen Sack getroffen haben und dem am Ende. Wo wir den Diamanten abgeholt haben. Der hat ja auch scheiße geschossen. Und die wussten. Ich meine, wenn die gewusst hätten, dass du ein Kopf wärst, dann hätten die sowas von scharf geschossen. Hätten ja gerade auf dich geschossen. Das war ja. Ja, bei dem war dann. Sagt der nicht alles. Ja, doch, am Ende war es halt so, die wussten, du bist sehr sauer, du bist deren erklärter Feind und hast dir anscheinend irgendwen mitgenommen. Hm. Der ist nicht wichtig. Die konnten halt nicht schießen. Na gut. Müssen sie ja auch nicht können. Ich glaube, die Credits sind durch. Oh, sind sie? A way out. Na dann, ich würde mal sagen, für YouTube, drück ich nach oben. Sollte es euch gefallen haben, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, Abo da lassen, auf Twitch vorbeischauen. Bei Morty könnt ihr auch vorbeischauen. Der streamt ja, jetzt mittlerweile auch mal wieder. Der streamt ab und zu mal. Obwohl, ich weiß nicht, wenn das online kommt auf YouTube, das vielleicht streamt er dann nicht mehr. Wird das dann wieder aufgegeben? Ich meine, ich gebe mein Bestes. Wenn das Internet mitmacht, dann streame ich ab und zu. Ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr Frühjahr aussieht. Also, ob du Februar 2023 noch streamst. Ich denke, nee. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich dann noch streamen werde. Also schaut auf Twitch vorbei. Das ist, alle, die auf Twitch sind, schaut auf YouTube vorbei. Auf YouTube kommen täglich 2 neue Videos, außer am Sonntag. Ja, auf Twitch kommen 4-5 Mal die Woche neue Streams, also lohnt sich auf beiden Stellen mal zuzugucken und zu abonnieren, zu followen. Gut, bei Modi, der hat ja noch einen YouTube-Kanal, wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr so wirklich. Ich benutze ihn ab und zu. Um andere Sachen zu gucken. Man sieht mich ab und zu in den Kommentaren, wo ich irgendwelche dumme Scheiße poste. Selbst was hochladen? Ja. So. Ich lade seit 3 Jahren an einem Video hoch. Ja. Dann habt ihr noch einen tollen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Let's Play auf YouTube wieder. Oder zum nächsten Part. Zum nächsten Video jetzt hier schon. Morgen um 14 Uhr. Jo, bis dann und ciao YouTube.